Der Tabellenzwölfte TuS Koblenz empfängt den Tabellenelften, den FC St. Pauli. Ein echter Abstiegskampf. Bei Pauli fehlten drei wichtige Abwehrspieler, deshalb suchte man das Seelenheil im Angriff. Das ist Philipp Trojan mit der ersten Chance in der 13. Minute. Trojan, schöne Parade von Eilhoff. Das Spiel ansonsten geprägt von vielen Unzulänglichkeiten beider Teams. Eilhoff mit dem Fehler, Brunnemann kann keinen Nutzen draus ziehen. Das war es auch schon in Durchgang 1. Wir springen in die zweite Halbzeit und das Spiel wurde etwas besser, nahm an Fahrt auf. Philipp Trojan, 1:0, die 53. Minute, die Führung für St. Pauli. Das Spiel, wie gesagt, jetzt besser und Koblenz spielte mit, kämpfte bis zum Schluss. Der Ausgleich in der 88. Minute. Kutschi, der glückliche Torschütze für die Koblenzer. Es blieb beim verdienten 1:1 zwischen Koblenz und St. Pauli.